Die Zinsstrukturkurve in den USA wurde invers. Steht uns nun eine Rezession bevor? Diese würde die Unternehmensgewinne massiv nach unten drücken und den Aktienmarkt belasten. Soll ich also jetzt meine Aktien verkaufen? Das soll das kurze Thema sein der heutigen Videokonferenz. Wir schauen uns zunächst die Zinsstrukturkurve an. Sie können im oberen Chart können Sie die Entwicklung der zweijährigen US-Staatsanleihen sehen, hier dargestellt in dunkelblau, die Rendite aktuell 2,82%, die Restlaufzeit der zehnjährigen Staatsanleihen 2,97% und im unteren Chart hier in grün abgetragen dementsprechend die Zinsdifferenz. Und Sie sehen, die ist in den letzten Monaten massiv zurückgekommen und liegt nur noch bei 0,14%. Wenn Sie die Differenz der 3- und 5-jährigen Renditen betrachten, dann sind diese bereits negativ, also die Zinsstrukturkurve an dieser Stelle invers geworden. Viele Anleger fragen sich nun, was hat das mit mir zu tun? Nun ja, natürlich schaut man in die Vergangenheit und in der Vergangenheit war die Inversion der US-Zinsstrukturkurve ein sehr guter Konjunkturindikator. Sie können das in dieser Tabelle nachvollziehen. Wir haben hier das Datum, wann die Zinsstrukturkurve invers wurde. Wir haben hier das Datum, wann die Rezession gestartet ist und hier die Vorlaufzeit in Monaten. Und Sie können schon sehen, jeweils in einem Zeitraum zwischen mal waren es 5 Monate, mal waren es 17 Monate, ist auf eine Inversion der Zinsstrukturkurve auch eine Rezession gefolgt. Also, das ist ein historisch relativ guter Indikator. Und wenn wir das auch mal in den Kontext setzen zu verschiedenen Rezessionsindikatoren und Prognosemodellen, die beispielsweise auch von Notenbanken berechnet werden oder auch von Investmentbanken, dann ist ein sehr prominenter Indikator der Rezessionsindikator der New York Fed. Sie können diesen Indikator hier in dunkelblau im unteren Chart sehen und im oberen Bild haben wir eben nochmal diese Zinsstrukturkurve respektive die Differenz der kurz- und langfristigen Zinsen. Und Sie können das gut nachvollziehen. Wir haben hier in der Vergangenheit die Zinsstrukturkurve wird negativ. Wir sehen, dass gleichzeitig mit etwas Zeitverzug die Rezessionswahrscheinlichkeit steigt, die dann auch in diesen grauen Balken in einer Rezession gemündet ist. Wir sehen das auch hier am Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Die Zinsstrukturkurve wird invers. Der Rezessionsindikator mit einigen Monaten Nachlauf springt an. Wir sehen die Rezession in grau und auch vor der globalen Finanz- und Hypothekenkrise haben wir das gesehen. Zinsdifferenz hier invers, der Rezessionsindikator springt an und wir sehen eine Rezession. Dementsprechend die Gründe durchaus nachvollziehbar, warum die Marktbeobachter stark auf diesen Indikator schauen. Was heißt das nun für den Aktienmarkt? Typischerweise sind natürlich Rezessionen damit einhergehend, dass die Gewinne am Aktienmarkt stark fallen. Dementsprechend fallen die Aktien auch sehr, sehr stark. Und ich habe Ihnen auch das nochmal mitgebracht in einer Darstellung von JP Morgan Asset Management. Was man hier sieht, das sind die Renditen am Aktienmarkt, also dieser dunkelblaue Balken sagt Ihnen, 24 Monate vor dem Markthoch habe ich noch Renditen realisiert von 35% und Sie sehen schon, dann relativiert sich das, aber auch 6 Monate vor einer Rezession hat der Leitindex der USA noch ein Plus von knapp 10% realisiert. Das heißt, wenn wir das zusammenbringen und uns klar machen, dass die Zinsstrukturkurve einen Vorlauf historisch hatte von 5 Monaten bis 17 Monaten, bis es zu einer Rezession kommt und wir würden die historischen Aktienmarktergebnisse zugrunde legen, dann sehen wir schon, dass wir noch einen Erwartungswert der Aktienmarktrenditen auf der historischen Basis von 10-15% irgendwo hatten. Und dementsprechend sollte man die aktuellen Diskussionen dazu nutzen, die eigene Aktienstrategie zu überdenken, zu überprüfen, ob die finanzielle Risikobereitschaft noch eingehalten ist, ob der Diversifikationsgrad des Portfolios schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten entsprechend dargestellt wird, also dementsprechend hier sich zu positionieren. Ich darf mich an dieser Stelle bedanken, lade Sie wie immer auch ein dazu, im Nachgang Fragen per Mail oder Telefon zu stellen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, macht es gut, bis bald, auf Wiedersehen.